derzeit wieder eine Konjunkturumfrage bei den Kärntner Unternehmen durchgeführt. 1007 Unternehmen haben uns klare Vorstellungen, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Und wenn man sagen kann, als Ergebnis dieser Befragung gibt es eine etwas eingetrübte Einschätzung der Konjunktur und daher auch weniger Bereitschaft zum Investieren. Die Aussichten sind stagnierend bis moderat negativ, also man bereitet sich durchaus auf eine etwas härtere Zeit als bisher vor. Früher in den letzten Jahren hatten wir zum Teil wieder sehr positive Erwartungen, jetzt ist man eher vorsichtig. Das ist in einem Punkt ganz alarmierend und der Punkt lautet, dass die Politik eigentlich mehr zum Problem denn zum Lösung wird und das hat sich heute einmal mehr manifestiert, indem die wesentlichsten Referenten, Finanzreferent, Wirtschaftsreferent, Bildungsreferent eigentlich nicht da waren und es jetzt dem Rest der Politik, der offensichtlich mehr an die Zukunft denkt als die derzeit herrschenden, überlassen geblieben ist, hier die Resümees zu ziehen. Eines der großen Themen ist das Image des Landes. Die Bereitschaft hier in Kärnten zu investieren ist zurückgegangen und auch die Investitionen der öffentlichen Hand sind aufgrund des notwendigen Sparkurses in Zukunft geringer. Also die Unternehmer sagen, es ist hier ein Bedarf, dass man das Image verbessert. Sie haben auch kein Vertrauen in die Politik in Kärnten. Sie sagen, Kärnten hat bessere Politik verdient. Sie sagen aber auch, das Budget muss konsolidiert werden. Da bin ich ganz auf der Seite von unseren Unternehmerinnen und Unternehmen. Wir werden das besser nach der Wahl. Wie gesagt, es ist etwas depressiv, aber es ist nicht so schlecht, wie es sein könnte. Und ich denke, wir werden das gemeinsam schaffen. Es ist natürlich wichtig, darüber zu informieren. Es ist aber, glaube ich, noch viel wichtiger, dass man auch eine positive Stimmung erzeugt. Und ich glaube, dass dafür also, sagen wir, viele Maßnahmen im Grunde genommen notwendig sind. Auf der einen Seite haben wir heute festgestellt, dass vor allem eben, sagen wir, auch die Politik den Spagat schaffen muss. Auf der einen Seite natürlich Einsparungen zu treffen, aber auf der anderen Seite auch die Investitionstätigkeit in die Infrastruktur, in die Bildungseinrichtungen, in Forschung und Entwicklung dementsprechend eben auch weiterhin voranzutreiben. Ich denke, das ist auch ein notwendiger Neuanfang für Kärnten, insbesondere in den Bereichen demografische Entwicklung, in dem Bereich der verbesserten gemeinsamen Bildung, in einer höheren Durchlässigkeit des Arbeitsmarktes für mehr Frauenbeschäftigung ist gemeinsames Handeln notwendig. Hier gibt es hausgemachte Probleme, die gilt es letztendlich zu beseitigen, um dann auch gefeit zu sein für konjunkturelle Entwicklungen, die wir nicht direkt beeinflussen können. Meine Forderung an die Politik ist aus Sichtweise jetzt der Problemstellungen, die sich aus dieser Umfrage ergeben haben, wie in der Vergangenheit, speziell in der Krise 2008, gemeinsam die richtigen Lösungen hier durchzuführen. Und ich bin überzeugt, dass wir so wie 2008 die Krise gemeistert wurde, wie auch dadurch die richtigen Maßnahmen auch in Zukunft genügend Facharbeiter zur Verfügung zu haben, das wichtige Thema demografischer Wandel zu lösen, dass wir dann in einem Jahr wieder positive Aussagen haben können. Ich denke, es wird sich nach der Wahl entscheiden, dass das Image sowieso besser werden wird, weil wir etwas lockerer, freier werden, wir ein neues System haben werden, aber auch ein neues Budget und wir denken jetzt eben schon an mit dem Zukunftsfonds und mit der KELAG-Dividende vielleicht ein bisschen mehr erneuerbare Energie in Kärnten zu schaffen. Man weiß, in der erneuerbaren Energie sind pro Million 18 Arbeitsplätze drin, in der fossilen nur 3. Dass es ganz besonders wichtig ist, dass eben auch das Stimmungsbild in Kärnten passen muss. Dass also die Bevölkerung oder auch, sagen wir, Investoren vor allem eben auch das Gefühl haben müssen, dass sie in Kärnten willkommen sind, dass also hier die Voraussetzungen dementsprechend vorhanden sind, um eben neue Arbeitsplätze in Kärnten zu schaffen.